Und da sind wir wieder bei den Hütern. Wo wir jetzt endlich den Glyphenschlüssel und das Kompendium haben und werden es jetzt nun abgeben. Zuvor müssen wir, laut den Questzielen, in die verbotene Bibliothek gehen und Kadoka zuhören, während sie aus dem Kompendium der Schande vorliest. Also wieder in die verbotene Bibliothek. Silence. Kadoka is about to begin. This passage here speaks to us now. Very powerful. Sabor temporalis nundame. Cor malus. When the progress of time ceases, invisita. The one will be appointed. No, no. Cor malus. Reportorta invisita bloom. The evil ones will be pointed out for all to see. When the progress of time ceases? What could it mean? We must wait and watch. The meaning of the prophecy will become clear in time. Wait? After I found your precious book? No. When time stops, the evil will be pointed out, or whatever she said. Don't you want to know what we're up against? What would you do? Stop time with your bare hands? You cannot make the prophecies come to pass, thief. It is folly to think so. You can't. But maybe I can. I could break into the clock tower in Stone Market. Find some way to stop the clock from running. Perhaps the Stone Market clock could be considered a symbol of time. What if you are suggesting sabotage? You would accomplish nothing, except further enraging the Hammerites. With Kadoka so close to discovering the Brethren and betrayer, Garrett. I'm not going to sit around doing nothing. That's your job. Fool! I forbid you to go to the clock tower or to interfere with the prophecy in any way. You forget. I don't take orders from you. He has left, First Keeper Orland. Yes. I can see that. Oh, 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 da dürfen wir natürlich etwas ganz Aufregendes machen, denn jetzt kommt der Clock Tower dran. Wir sollen die Zeit selbst stoppen. Und wir starten natürlich sehr praktischerweise auch gleich in der richtigen Region, um dorthin zu gelangen, denn jetzt ist der Weg dort frei und wir können in den Turm hinein. Zack, 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 zack. So. Und hier gehe ich mal auf die andere Perspektive, damit man das besser sehen kann hier, wo wir uns gerade befinden. So, am besten jetzt wieder in die Ego, weil wir uns da besser umdrehen können, ohne runterzufallen. For time to stop on its own, but I think their prophecy needs a little push. The Stone Market clock tower is so tall, you can see it all the way from Alldale. If there's a way to stop time, then this is it. I made it inside the tower, now I just have to figure out how to sabotage it. It's centuries old, and they say its gears have killed more men than the city's guillotine. It'll be full of Hammerites too. Some of them spend their whole lives here maintaining it. They're not going to let me throw a wrench in their clockworks. Not without a fight. I'll be making my way down from the top. With a little luck along the way, I can figure out how to turn the thing off. Let's just hope my way of dealing with the prophecies is more productive than the Keeper's, or this could be a big waste of time. Das Ende der Zeit. Finden Sie einen Plan von der Mechanik des Uhrwerks. Sie müssen zum Ofen in den Keller des Glockenturms.
Wenn sie alles andere erledigt haben, sabotieren sie das Uhrwerk im Ofenraum, um die Uhr anzuhalten. Das ist übrigens sehr wichtig, da diese Mission relativ linear ist. Also wir haben wirklich nur einen einzigen Weg, den wir gehen. Und du musst bis unten auf jeden Fall alles geschafft haben. Wenn du das nicht hast, musst du den gesamten Turm wieder hochkraxeln. Und das ist ziemlich, ziemlich nervig. Ansonsten ist es eine sehr gute Mission. Los geht's. Durch ein Rohr steigen wir ein in den Clock Tower. Eine Mission, die ich sehr mag. Aber wegen ihrer Linearität und wegen gewisser Stellen in diesem Level nicht mehr so toll. Daher würde sie sonst ziemlich höher liegen in meiner Favoritenliste. So, diese Maschinen können mich crush me flat. Better keep on my toes. Ah, das ist schon cool gemacht, ja. Ja, mit den Dingern muss man aufpassen. Man kann nämlich unten lang gehen, aber man kann durch die Teile erwischt werden. Und hier ist noch ein Breitkopfpfeil. Auch wenn wir ja schon mittlerweile genug Breitkopfpfeile haben. Who has made that noise? Ah, ist nicht gut, dass gerade hier. Warte mal, schnell warten, bis der Schatten wieder kommt. Oh, wir sind im Hellen und werden nicht gesehen. Cool. Übrigens werde ich hier bestimmt einige Quicksaves benötigen. Also der hier patrouilliert jetzt immer nur in der Mitte herum und der andere, der überlegt sich wahrscheinlich noch, wo er lang geht. So, hoffentlich nicht von der Maschine erwischt werden. Und man könnte natürlich meinen, dass das vielleicht sogar von den Mechanisten gemacht wurde, nicht von den Hammeriten selbst. So, jetzt haben wir schon das erste spezielle Beutestück bekommen. Ein Diamantgetriebe war das. Oh, hier ist eine Nachricht. Schon bald wird der Zorn des Erbauers die ketzerischen Heiden zerschmettern. Einige von uns werden nach Fort Eisenholz ziehen, andere in die Altstadt. Wieder andere werden bleiben, auf dass die Uhr keine Sekunde vom Lauf der Zeit abweichen möge. Es ist überaus ehrenvoll, für den Bauer zu kämpfen. Doch es ist ebenso ehrenhaft, die Bürde eines anderen auf sich zu nehmen, wenn man seine Sache Arbeit verrichtet. Ach, wenn man seine Arbeit verrichtet. So, hier gibt es noch einen Weihwassertrank zu holen, aber darauf verzichten wir. Ein bisschen fies mit dem Diamantgetriebe, dass man den Hinweis nämlich erst später bekommt. Da kommen wir nämlich noch erst hin. Und dann müsste man wieder den gesamten Weg wieder zurückgehen, damit man weiß, oh, es gibt hier ein Getriebe, was aus den Diamanten geschliffen wurde. Das muss ich stehlen und dann muss man nochmal zurücklaufen. Und das Backtracking in diesem Level macht keinen Spaß. Absolut nicht. Es gibt nämlich nicht viele Wege, die man gehen kann. Deswegen betonte ich ja schon, die Linearität ist wirklich schlimm hier in diesem Level. Ansonsten ist es so gut. So, wir müssen jetzt erstmal zu diesem Schreibtisch da. What sound does come? Warum kann man keine Türen leise zumachen? I have let myself jump at not. So, als erstes gehen wir zu der Kiste. Klauen den Mechanistenplan. I know about stopping time. But this should let me stop the clockworks. Und damit haben wir einen Hinweis bekommen, wie wir weiterkommen. Um das Uhrwerk zu sabotieren, müssen Sie den Hebel des Kohlespenders und des Dampfventils ziehen. Aktivieren Sie anschließend den Haltemechanismus. Ja, finden Sie einen Plan, der die Mechanik des Uhrwerks auf der Kartenseite. Ja, dann haben wir nämlich jetzt auch eine Karte, das alles aufgezeichnet, was wir machen müssen. Kohlespender, Ventil und den Haltegriff aktivieren. Nee, halt, hier. Kohlehebel, Ventil. Und hier der Haltegriff. Aber da sind wir noch nicht. Zum Keller kommen wir noch. Was haben wir denn hier? Tagebuch von Walter de Bowell. Jeder Schmied kann aus einem Barren 24 gleich schwere Teile schmieden. Jeder Bogenmacher kann einen Ast in 60 Späne spalten und diese zu einem Bolzen formen. Beides ist jedoch nicht außergewöhnlich. Nur diese Brüder in meinen Gewahrsam sind jedoch in der Lage, einen Tag in 24 gleich große Teile und eine Stunde in 60 gleich große Späne zu unterteilen. Sein Wille hat uns gesiegt, nicht gegen unseren Erfolg, sondern gegen die Trägheit, auf dass wir gestärkt aus seiner Schmiede hervorgehen.
Doch manchmal ist mir alles zu viel. Dann greife ich zu dem Heilmittel, das ich zu einem hohen Preis erstanden habe. Die Alchemie der Zeit hat die Traube als Trost angesichts der Prüfung des Abbaus erschaffen. Niemand außer mir soll seine Lippen mit ihren köstlichen Saft benetzen. Und ich, sein Werkzeug, ungleich größer als die Arbeit. Es war Karas Torheit und Sünde. Und ich hätte diesen Weg nicht folgen dürfen. Auch Greidos hat gesündigt und wurde für seine Sünden bestraft. Denn kaum hat er aus dem Kelch getrunken, wurde dieser gestohlen. Und Greidos, den kennen wir doch. Das war der hohe Priester aus der Hamariten-Kathedralen-Mission, ne? Und das hier ist ein kleiner Hinweis darauf, wo wir das zweite Beutestück schon mal herbekommen. Beziehungsweise ist das hier eigentlich das erste, weil das Diamantgetriebe, den Hinweis bekommt man ja später. Und zwar gibt es hier eine Flasche zu holen unter dem Schreibtisch. Vater Debulis Trost. Ja, Alkohol. Im Alkohol findet er seinen Trost. So, hier haben wir alles. Ich warte nur, bis er weg ist. Gut. Gut, und jetzt kommen wir zu einer etwas schwierigeren Stelle. Denn hier haben wir einen Mechaniker, der kann zwar sich nicht wehren. Das große Problem aber hinter dem Ganzen ist, speichern bitte. So. Dass hier so viel Loot ist, dass man hier sehr lange Zeit verbringt. Und nebenbei den Typen halt. Warte, ich mach das Ding lieber zu. So. Dass man hier schnell von denen entdeckt werden kann. Brüder, eure Zeit auf Erden gehört nicht euch, sondern dient den Wohlergehen unseres Ordens. Wenn ihr esset, so tut dies allein. Und um weder eure noch die Zeit eurer Brüder zu vergeuden. Angemessene Zeiten für Gebete sind die Morgendämmerung, die Mittagszeit, der Abend und die Nacht. So, ich werde ihn, glaube ich, noch nicht bestehlen, weil sonst fängt er an, seinen scheiß Beutel zu suchen in diesem Raum. Is it thou? Ne, geh hoch. Schade, dass ich nicht rüber kann, dass ich zum anderen Loot komme. Ich kann auch das Licht nicht ausmachen, das ist auch wirklich schade. Jetzt stellt er sich so hin, okay, ich muss mir die Route merken. Also er geht einmal hier rüber, dreht sich dann um, läuft dann hier hin, guckt sich das an und dann guckt er sich das an und dann läuft er wieder zurück. Wir werden mit ihm einfach im Kreis laufen. Dann dürfte nicht schief laufen. Weil ich will nicht unbedingt, dass der Panik schiebt hier. Aber seine Kleidung sieht cool aus. Oh Gott. Ich habe völlig vergessen, dass er so rumläuft. Jetzt geht er ja nochmal hierher und guckt mich ja dann an, oder? Er hat den Kelch bemerkt. I have seen that. Step forward. So, jetzt brauchen wir noch das Besteck und die Kiste da drüben. Come out. I have seen thee, you know. Ah, 'tis gone, whate'er I saw. Thanks be to the builder. So, warte mal, ich warte jetzt erstmal. Ich weiß nicht, wie er seine Route jetzt macht. Ach doch, da, er macht es ganz normal, okay. So, jetzt nur noch ihn bestehlen, dann haben wir alles. Jetzt ärgert er sich. Vor allem, dass er nichts dagegen tun konnte, wird ihn bestimmt am meisten ärgern. So, ich glaube, jetzt haben wir den gesamten Raum leer. Es ist wirklich schwierig hier,
alles mitzunehmen und trotzdem auf alles zu achten. Mein ears verily do hear something. Ich hasse es, dass man diese Tür nicht leise schließen kann. Aber realistisch. Natürlich kriegt man das ja mit, wenn die Türen auf- und zugemacht werden. Oh, hallo Ratte. Auf die Ratten dürfen wir auch nicht treten. So, wir gehen schnell durch die Tür hier. Da sind wir im Getriebe. Ah, da geht es hier hoch, oder? Ja. Du kleiner Freak. Da kann ich nicht hochrennen, oder? Das ist übrigens das Fenster, von dem wir gerade das Moos gelegt haben. Man kann das Moos gar nicht sehen von hier unten. Sehr komisch. So, das Licht müssen wir ausmachen. Und natürlich dann so, dass sie es nicht gleich mitbekommen und durchdrehen. Und hier haben wir einen weiteren Plan. Eisendreigang, Getriebezentrale, Pendelsteuerung abgeschliffen, ausgetauscht. Eisenkolben, zweites Gegengewicht, verbogen, ausgetauscht. Hohe Glocke verstimmt, wieder eingebaut. Eisendreigang, Getriebe, zentrale Pendelsteuerung abgeschliffen. Eisen für Pendelsteuerung, ungeeignet. Durch Diamantgetriebe ersetzt. Da haben wir den Hinweis für das spezielle Beutestück. Altglocke angeblich zu leise. Gereinigt und Hammergeschwindigkeit erhöht. Notfalldruckventil verrostet, ausgetauscht. Bassglocke verstimmt, wieder eingebaut. Diamond Day. That can be worth looking for. Tja, Garrett, das haben wir aber schon. Doof, dass der Plan hier unten liegt. Aber man kann nie sagen, man hat nie Hinweise. Es gibt ganz selten wirklich Nicht-Hinweise für spezielle Beutestücke. Und das finde ich so cool, dass man halt diesen Hinweis immer hat. Vielleicht so schnell. Und hier haben wir einen kleinen Ring. Nein, 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 nein. Garrett macht das nicht. Aber wir machen das hier. Ja, ich glaube, wir nehmen einen anderen Weg. Im Übrigen können wir jetzt den Fahrstuhl nehmen oder hier diese Treppe, die Leiter, die ich jetzt hier bemoost habe. Geh mal ihn hinterher. Ich hoffe ja, dass er dann ja rüber geht. War es der, der hochgegangen ist? Ich hoffe es. Dann können wir nämlich an die Truhe von ihm. Oh nein. Was quatscht der da hinten? Ernsthaft? Kommt er jetzt hierher? Nee. Brother? I hear it not, ma'am. Perhaps mine ears do trick me. Schnell hier hoch. No, it is not, then. So, wenn jetzt oder nie. Wir gehen natürlich die Leiter. Weil das Schwierige zeige ich euch, warum man den Fahrstuhl nicht nehmen sollte. In den Bereich. Denn jetzt sind wir ja bei... Warte, jetzt muss ich kurz gucken. Wir haben jetzt 62%, das ist gut. Und wir sind jetzt laut Karte hier in diesem Bereich. Wir waren, wie gesagt, am Anfang hier. Dann die Zwischenräume, wo wir uns an den Mechaniker vergangen haben. Sind dann in diesen Getriebebereich gelandet. Und jetzt kommen wir in diesen großen Teil. Und das ist der schlimmste Abschnitt, finde ich, in diesem Level. It's a long way. But down is always easier than up. Und zwar müsste man nämlich, wenn man den Fahrstuhl nimmt, da kommt man raus und müsste hier rüberspringen.
Weil es gibt keine Möglichkeit, hier sanft sonst runterzukommen. So, wir müssen... da lang. Erstmal mache ich einen Save. Aber das kann man ganz schnell verkacken, das Ganze hier. Hopp. So. Das ist jetzt richtig tricky. Also. Wir müssen versuchen, hier drauf zu springen und dann wieder die Wand hier hoch zu kraxeln, damit wir auf diese Ebene hier gelangen. Das Problem ist, es gibt hier überall Hammeritenpriester, die uns aufhalten können. Okay, sie haben mich gehört. Ich hätte vielleicht da auch nochmal Moos anlegen sollen. Aber sie haben mich nicht gesehen. Oh nein, nein! Nein! Oh! Puh, ich hasse das! Also wir müssen wirklich mal ehrlich sein. Denn die Shoulders hat wirklich nicht die beste Steuerung. So, umdrehen. Fallen lassen. Drauf. Sehr gut. Licht ausmachen. Must it continue so? Denn da, seht ihr das? Da ist nämlich einer. Jetzt müssen wir auf diese Fläche hier. Ja, dieses Level brauchen wir aber wirklich mal ein bisschen mehr Moos. Und von dort aus müssen wir dann da hinten runter, denn da findet sich Loot, das ich früher nie gefunden habe und irgendwann, wo ich dann mal 100%... Moment, Quicksave. Boop, wo ich dann 100% haben wollte, ist es mir dann aufgefallen, oh, da ist ja Loot. Wenn man dann alles mal abgesucht hat. So, wir haben jetzt nur die Chance, von hier aus rüberspringen. The Builder shall show me und where das Ding schnappen. Hide. Okay, wir versuchen's. Geronimo! Oh, gut. Es gibt vielleicht sicher doch noch leichtere Wege. Aber ich hab's jetzt so gemacht. Und hier läuft auch noch so ein Priester rum. Aber ich nehme dir jetzt deinen Stock weg. Ich nehme dir jetzt deinen Stock weg. Ja. So, und ich habe mir den Wasserfall auch geholt. Gut, damit haben wir den meiner nach schlimmsten Abschnitt geschafft, weil man hier so schnell sterben kann. Und jetzt kommen wir... Nein, noch nicht. Jetzt kommt noch etwas leichter Abschnitt. Jetzt sind wir nämlich irgendwie trotzdem noch in irgendein Getriebe drinne. Warte mal, hier gehen wir nicht lang. Wir gehen hier lang. Wir legen hier noch ein bisschen Moos aus. Speichern. So. Und ich glaube hier auch nochmal Moos, oder? Obwohl, nee. Ich glaube, das schaffen wir auch ohne. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe irgendwie ist das Spiel gecrashed. Vielleicht habe ich es erschreckt, weil ich hier ohne Moos runtergesprungen bin. Jetzt machen wir doch lieber mal Moos hin. Springen da runter, damit wir einen Krach machen. Und holen uns hier nochmal ein bisschen Schotter an. Denn hier ist nämlich eine Wache, die Gänge patrouilliert. Und in der Mitte, wo die ganzen Zahnräder sich drehen, da können wir auch nochmal was holen. Some sound has visited my ears. Okay, ja. Mehr brauchen wir auch gar nicht hier machen. So, jetzt gehen wir mal in... Oh, das war laut. Licht aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Beutestück. Was man sich, denke ich mal, denken könnte. Es ist sehr auffällig, das Beutestück. Und das ist cool gemacht mit dem Hammer. Denn der Hohepriester hier, der bewacht das da hinten. Und ich würde aber gerne... Ich würde gerne lesen, was er da liest. Eines Tages kam der Erbauer zur Esse des Schmiedes
und er sah zu und lauschte. Schließlich legte der Schmied einen Barren auf den Amboss und hob seinen Hammer. Und der Erbauer verwandelte den Barren mit einem Hauch in pures Gold. Doch der Schmied rief: Was ist mit meinen feinen Eisen geschehen? Wie soll ich nun eine Klinge oder ein Werkzeug schmieden? Dieser Barren ist wertvoll, aber nutzlos. Und der Bauch, der hauchte der Erbauer den Schmied an und der Schmied legte Hammer und Leib da nieder. Seitdem sitzt er zur Rechten des Erbauers bis in alle Ewigkeit. Und das könnte vielleicht Santenor sein. Also die Rede könnte von Santenor sein. Gesundheit. Halt, warte, wir müssen nochmal in die andere Richtung. Be something in that shadow. Er hat noch nicht mit... I cannot find now what was I saw. Er hat immer noch nicht mitbekommen, dass ich seine Statue geklaut habe. Und damit haben wir alle drei Beutestücke. Speziellen Beutestücke. Wir müssen aber jetzt nochmal hier hintergehen, wo die Wache war. Da ist die Wache. Die muss da weg. Weil hier rechts gleich ist was. Ist der eingefroren? Ich glaube, der ist eingefroren. Ja. Ey, wisst ihr, wie der aussieht? Wie dieser Typ aus Heavy Rain. Mit seinem Gesicht. Ha! Thou Trickster! Thou Knave! Come forth! So, jetzt musste ich ihn erschrecken, damit ich ihn aus seiner Starre wieder rauskriege. Wenn er sich wieder beruhigt hat, können wir da hinten endlich lang. Da oben, ich glaube, da oben war auch noch was zu holen, also ein Gaspfeil oder sowas. Ich schau mal, was er macht. I have most thoroughly searched. There's nothing here to find. Oh nein, er ist da in dem Gang. So, jetzt geht er wieder raus, bitte. Oh, ich glaube, der ist gefreezed. Ja, der ist gefreezed. Den kriegt man da nicht mal weg. Okay, dann locke ich ihn weg. Ah, 'twas the noise that gave you away. Das ist jetzt richtig scheiße, weil der ist genau da, wo er ist, ist Loot. Thou art not so silent. I simply follow the noise. Du folgst nicht dem Noise. Du hängst in der Tür. I shall check by the ladder. Welche Leiter? Hier ist keine Leiter. Was ist mit dir los, Junge? Oh, muss ich meinen ersten Lärmfeuer ballern? Nur weil der es nicht checkt? Hier, geh da hin. The noise is gone. But what it was, I cannot say. Was? Was ist hier los? Wieso hat der Lärmfall nicht funktioniert? So, nochmal. Jetzt aber. Stand forward, villain. Es gibt's nicht. Der hängt fest. Ich muss da rein und ich kann's nicht. Oh ja, jetzt bewegt er sich raus. Ah, at least it does repeat. Oh, das gibt's doch nicht. Komm da raus. Ey, das ist so ein Scheißbug. Ich könnte ihn abknallen. So. He cannot overcome me. Ja, perfekt. Hey, wo ist der Priester? Oh nein. Der hat den Lärmfall gehört, wa? Fuck. Ey, bitte, hängt jetzt nicht alle in den Gang. Oh. In den Gang drinnen. Ich muss da doch was finden. Ja, das ist der komische Hohepriester. Ich mach mal schnell das Ding auf. Weil da müssen wir später lang. Wenigstens der Hohepriester läuft ja wieder wenigstens richtig rum. So, und ich sehe, der Typ ist raus aus dem Gang.
whatever it was, I have lost it. Or it was not meant to be found. Also ich habe ihn nicht umgebracht, er hat mich auch nicht gesehen. Also ich bin mir... Surely this torch was not burnt all the way down. Definitiv dürfte das kein Entdeckt eigentlich sein, technisch gesehen. Weil ich war im Dunkeln, als ich ihn geschossen habe und er ist mir nicht hinterhergerannt. Ist er jetzt hier wirklich raus? Das ist nicht dein Ernst. Warte mal. Haben wir auch noch eine Möglichkeit? Können wir ihn vielleicht rausklitschen? What? Thou wilt be mine. Geh da weg. Oh ja, er ist wieder frei. That's right. I shall find you the easier, the more noise you make. I have heard it again. Did I hear aright? Again? Idle fancies only. Oh, I do not know what that is I hear. So. Ich gehe mal hier lang. Das Problem ist, ohne das kriegen wir keine 100% zusammen. Warte mal, kann ich ihn vielleicht blenden? Und dann bewegt er sich. I am blinded. Ah, jetzt hängt er so weit. Ah, fuck. Jetzt hängt er. Oh, thank the builder. I can't see again. I am blinded. Oh, geh raus da. Oh, builder, be mine eyes. Der hängt im Boden, seht ihr das? Thank the builder. I can't see again. Was? Genau, fall durch die Texturen. Ja, endlich! Endlich! Oh, ich hab's geschafft. Er ist frei. Ich hab ihn frei gekriegt. So, jetzt hoffe ich, dass der da nicht wieder zurückgelaufen ist. Bitte, 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 bitte nicht zurückgelaufen. Okay, jetzt oder nie. Oh Gott. God's sake. Das gibt's nicht. Also das war wirklich das Schlimmste, was ich je erlebt habe in Deadly Shadows. Oh, da hinten ist noch ein Moos-Pfeil. Das nehmen wir mal mit. Wir werden ja alle Ausrüstung brauchen, die es gibt. Sieht man ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich als entdeckt zählen kann. Stimmt das ab in den Kommentaren. Das war natürlich nur Spaß. Was but nothing I saw. Oh, damit habe ich ganz schön viel Zeit verballert. Jetzt können wir aber endlich diese Ebene verlassen und kommen jetzt zur meiner Meinung nach schwersten Stelle im Spiel, die jetzt hier unten kommen sollte. So, hier können wir jetzt zumachen, das ist erledigt. Keiner hier. Ah, da kommt einer. So, das Problem ist nämlich nicht die Stelle hier, sondern die danach, dass da einfach zu viele Hammeriten sind. Und hier ist alles immer so hell. Ja, vielleicht schaffe ich es, durchzukommen. Dann hier, das manchmal bleibt man hier stecken. Aufpassen, nicht die Ratte anhitten. Dann machen wir hier mal einen Quick Save. Upp. Ah. Oh. Warte, ich warte, bis der wieder zurückläuft. Dann sieht er mich. Die zwei sind noch keine Probleme. Das Problem kommt dann in der nächsten Ebene. Da müssen wir nämlich an drei Wachen vorbei. Und zwei sind auf einen Fleck. So wie die jetzt gerade. Etwa so wie die hier gerade. Und du musst daran vorbei. Das ist so lustig. Ich glaube, ich werde sie weglocken. Weil es läuft meistens immer schief.
Es läuft immer schief. Hier dreht sich, hier kommen die ganzen Zahnräder zum Einsatz. Das sind wahrscheinlich die ganzen Teile hier, keine Ahnung. So, das Licht aus, da wird es natürlich in Alarm. Oh fuck. In Alarm gehen gerade. Ja, das ist die Stelle. Für mich immer noch die schwerste Stelle im Level. Du könntest natürlich mit einer Gasgranate doppelt ausnocken. Oder mit einem Gasfeuer oder mit einer Mine. Builder, keep thee. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die jetzt ausnocken könnten, aber... Ich glaube, wir locken sie weg. Ich glaube, wir locken sie weg. Das Problem ist, dann kommen die von hinten. Das war, glaube ich, auch nicht so schlau. Hey! Tis a very strange noise, to be sure. Huh? Brother? Is that thou? Sie haben was mitbekommen, aber sind nicht. Haben nicht gesehen, dass ich es war. Keep thou looking, brother! So, nochmal, komm schon. Die Kerze müssen wir noch ausbekommen. Lauf nicht in meine Richtung. Thou shalt Perfekt. Rue thy sins when I find thee. Und hier haben wir eine kleine Nachricht. Achtung! Wenn er die Zahnräder anhalten will, muss er zuerst die Geschwindigkeit drosseln, bevor er den Haltemechanismus benutzt. Niemals darf er den Haltemechanismus benutzen, wenn der Hebel des Kohlespenders gezogen und das Dampfdruckventil geschlossen ist, da sonst die Zahnräder aus ihrer Bahn gesteuert werden. Ich glaube, das müssen wir versuchen. Die Zahnräder werden mit dem Dampf aus dem Druckkessel angetrieben, wenn er den Brennofen einheizen muss. So ziehe er den Hebel des Kohlespenders, bis genug Kohle in den Ofen gelangt ist. Niemand darf den Kohlespender offen lassen, auf dass der Brennofen nicht zu heiß wird. Geschieht dies, drehen sich die Zahnräder zu schnell und die Zeit gerät aus dem Takt. Das Dampfdruckventil sollte geschlossen sein, wenn er den Mechanismus reinigt. Ist das Ventil geschlossen, so kann er keinen Dampf entweichen und der Druck wird stark ansteigen. Er darf das Ventil nicht schließen, solange die Zahnräder sich drehen, auf dass sie sich nicht zu schnell drehen und die Zeit fälschlich weitergeben. Also müssen wir... Must it continue so? Müssen wir das Ventil schließen und... Also, dass kein Dampf mehr rauskommt und dass alles schön heiß wird und sehr, sehr viel Kohle hinzuschmeißen. Ah, das ist echt eine Schwerstelle. Das Problem ist nämlich, da hinten in der Kiste ist noch Loot. Oh, it's gone, I think. Whatever it was, surely fled when they saw us. Warte mal, ich lock es mal. Things, brother. I didst hear thee this time. Wenn die da hinten sind, kann ich vielleicht hier ran. That's right. I spy him. We must smite the villain. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Hi. Macht's gut. Tschüss. Bei wie viel Loot sind wir jetzt? 82%. Wir sind jetzt am Ende des Spiels. Also das ist jetzt der Kellerbereich. Und hier sollten wir vorsichtig sein. Jetzt wurden wir doch einmal entdeckt. Aber damit kann ich leben. Dafür, dass es wirklich eine ziemlich fiese Stelle ist. So, jetzt müssen wir den gesamten Loot noch einsacken. Sabotaging the clockworks is going to make a lot of noise. I need to finish up all my other business here first. Thou didst instruct me, I had spent a night in meditation upon the workings of the furnace. Tis well. Are the workings clear to thee? They are clear, but one thing doth still perplex my thoughts. Speak then. Much effort hath been spent on other machines. The valves to release excess steam, mechanism to halt the gears. But these devices, they aren't only necessary shouldst the main workings wilt go awry. Shouldst we not instead strive that all shalt work smoothly? Thy words speak to thy youth. To assume that our works canst never fail is to pride one's own works as great as those of the builder. Hast du been robbed? Ja, du wurdest ausgeraubt. Who extinguished that torch, brother?
muss jetzt am besten hier wieder hochklettern. Das Problem ist, glaube ich, dass das nicht richtig funktioniert. Oh, ich bin durch das Gitter durch, okay. So, dann haben wir schon mal den hier unten ausgeraubt. Da unten ist der Haltegriff. Also wir können jetzt nochmal zum Plan gehen. Also hier unten, das ist gerade da, wo wir rumgelaufen sind, ist der Haltegriff. Den müssen wir am Ende ziehen. Unser Ziel ist, Ventil schließen und Kohle hinzufügen, so viel wie möglich. Ich glaube, die Reihenfolge war egal. Aber wir können es ja so machen, wie es im Plan gesagt wurde. Who is there? Du hast die Tür selber geschlossen. There, again. Whatever is that? How could... Where hath it gone? Who hath doused it? Wir machen ihn völlig wahnsinnig. Ich glaube, wir nehmen nicht diesen Weg. Ich glaube, wir nehmen den anderen Weg. Aber ich wollte ihn wenigstens noch ausrauben. Wir müssen uns nämlich jetzt einen Weg durchbahnen. Wir müssen die Kohle aktivieren und das Ventil. Das Ventil ist auf der Seite. Man hat aber auch nur eine bestimmte Zeit, das zu machen. Deswegen werde ich hier ein bisschen Moos auslegen, dass ich rennen kann. Und den Magier werde ich ausrauben. Also den Priester. Das sind ja keine Magier. Das ist ja alles heilig, was die hier verwenden. Komm her. Komm her. Danke. So, hier sieht man es. Da kommt nur ein bisschen Kohle raus. Das müssen wir erhöhen. Happening there. Oh, da hat mich kurz mitbekommen. Okay, er läuft da lang, obwohl die Tür da drüben aufging. Twill be found. Yes, twill be found. Büro des Vorarbeiters sind wir jetzt. Was auch immer er da gerade treibt. It was nothing in truth, nothing. Who hast switched the light off? 93%. Gut, dass wir es nicht wieder anmachen. 96%. Es fehlt noch was. Aha! Who doth hide and think himself safe? Hat er mich jetzt gesehen? Oder worauf hat er jetzt zugeschlagen? Da muss man zuschlagen. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Mir fehlt noch ein Item. The builder will guide me to that which I saw. Aber was fehlt mir noch? Was könnte mir... Oh, vielleicht habe ich oben was vergessen. Oder hier ist irgendwas noch. Aber ich glaube... Nee, das ist alles nichts wert. Ach da. Komm her. Und wir haben hier eine Karte gefunden. Ich glaube, das war die Karte für die Shellbridge Cradle. So, jetzt sind die alle sowieso ein bisschen im Alarm. Wir machen einen Quick Save. Denn wir werden jetzt versuchen, die Uhr zu sabotieren. Das heißt, als erstes den Hebel aktivieren. Ich komme nicht an den Hebel ran. Ich komme nicht an den Hebel ran, das ist doof. Okay. Wir warten erstmal, bis der irgendwo rumläuft. Genau, lauf da rein zum Vorarbeiter. Genau, perfekt. Ah, du kleine, blöde Ratte. Diese blöde Ratte. Der hat mich verraten. Okay, ich bin hier auf den Schwanz gestiegen. Ich gib's zu, aber das... Frust. Okay, wir haben jetzt 100%. Wir könnten auch durchrennen. Der hat das nicht mitgekriegt. Okay, jetzt kommt hier ganz viel Kohle rein. Ventil. Ventil ist geschlossen. Ich
Oh, das klingt nicht gut. Those noises mean bad news. Time may have stopped, but this is looking more destructive than I had planned. And while I made some profit, I didn't notice any prophecies being fulfilled. I would hate to admit the Keepers were right after all. The best thing to do now is return to the library until the dust settles. Maybe Kataka's finally ready to tell us who the Brethren and Betrayer is. So, 100%, ein wenig weniger Loot gab es in dieser Mission. 34 Minuten dafür nur gedauert, aber 7-mal entdeckt, gerade jetzt am Ende. Es gab schwierige Stellen. Ich denke mal, das viele Entdeckte könnte sein, wo ich die eine Wache Dauer geblendet habe. Denke ich mal, könnte es mitzählen. Aber ihr seid Zeuge, es war ein Bug. Ich bin nicht schuld, ich bin unschuldig, egal. Gut, wir haben die Mission geschafft. Das war der Clock Tower. Und wir sehen uns dann in der Bibliothek der Hüter zurück. Mal sehen, was dort auf uns wartet.